guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie hier im Namen der Theatergruppe der Dorfgemeinschaft Afritz auf das Allerherzlichste begrüßen und bei uns willkommen heißen. Ganz besonders begrüßen darf ich die Grand Dame des Afritzer Theaters, Bencha Wiesel. Herzlich willkommen. Wahrscheinlich der Grund, warum da hinten die Herzen und die Pulsschläge etwas vom Herz gehen. Ja, aber da muss man durch. Es wurden auch Gemeindevertreter gesichtet. Sie seien uns auch recht herzlich willkommen. Naja, natürlich will ich nicht mehr große Worte hier verlieren. Sie wollen Theater sehen und ich verspreche Ihnen ein Theater mit Herz. Und ich wollte nur noch sagen, nach dem ersten Akt werden wir eine etwas längere Pause machen. Da haben Sie dann die Möglichkeit, uns wieder an der Sektbar zu besuchen. Wir haben also alles für Sie. Sekt, Orange. Ich wünsche Ihnen einen schönen, vergnüglichen Theaterabend und sage nur mehr Bühne frei für Zuckerpuppel. Viel Spaß. Wenn du wüsstest, beschwert die Mutter an dich jetzt haben. Ich halte nicht mehr aus und unglaublich aufregend. Ich bin am 27. bei dir. Bitte hol mich um 3 Uhr vom Bahnhof aus. Am 27. Ja, das ist nicht schon morgen. Das geht doch nicht. Der Master kennt doch nicht Schwester. Da war ja oben nur bei uns im Norden. Gott sei Dank ist eine Weile, dass wir dort hinkommen. Nein, nein. Die Wohnung muss ich abfinden. Ich muss die Wohnung am Sonntag kommen zu. Morgen, Toni. Morgen, Karin. Entschuldigung, ich wollte nicht beim Lesen stören. Ach, du störst mich nicht. Ich bin schon fertig. Werdst du so nervös? Das war ein Widerstrich gewesen, ha? Okay, das war das nur der Rechnung. Wie war's denn mit der Suche? Ja, das muss ich dann schon selber holen, gell? Ja, nicht Vergnügen. Also, guten Morgen. Hast du es jetzt erschreckt? Hängen Sie schon wieder zusammen. Ich glaube nicht, dass Sie mal das Kreuz mit einer Frau, wenn man in diesen Gefußler rein schon in der Frau aufkommt, dass der bitte auch so ausgebrochenes Maul. Warte schon mal, wo es auf den Geschmack drauf kommt. Dann hängst ganz bestimmt anders drüber, da kommt hier wieder nicht nur kriegen davon. Meinst du? Ja, aber das Wesen kann ich auch nicht mehr kriegen. Deine Vergleiche sind wieder sehr passend. Also wenn ich jetzt der Vater erwischt hätte. Kannst aber der arme Vater. Wenn er Wesen, wo sich hinter sein Buch kommen soll. Naja, auch nichts anderes als das, was ich damals zwischen ihm und der Mutter aufgestellt habe. Ja, aber der Vater bloß, wer so zugeschrieben hat, kennt er das glaube ich nicht. Moment, Toni. Geht doch so um 2, 3 in der Früh, dunkel, kalte Bettschläden. Mit der vielleicht Brillen. Wie lange haben wir mal Schlafzeichen, was du da so sitzt? Bei der Arbeit. Ja, dass ich den Boden gerne kann, ich schon im Schlaf. Das tue ich in Weise, komme ich nur dann hoch. Wenn es mir helfen soll, dass du gar nicht vielleicht schneller. Ich bin immer noch wieder gehen. Bitte, Toni, kann uns das Frauenhaus schaffen und nur die Arbeit haben, sonst denkst du, sonst hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich möchte bloß wissen, was dir überhaupt gefällt. Mein Aussehen ist. So ein optischer hier. Und auch voll mit so einer Oberweite und so einer Teile. Und so eine Vier. Vier. Ja, Oberweite ist selbst die Vier. Wahnsinn! Du musst bereits gehen, Joghurt! Was ist denn los mit dir? Was muss aber nicht immer hoffen, von mir an, ich bin ja schon. Ich sehe es euch schon wieder mal an einem Verhungern. Liebe Leute, merkt euch, esst jetzt so viel ihr könnt, wenn ihr wisst nicht, ich bin nicht morgen.
Deckel ist fertig. Und der erste Preis, der ist mir so gut wie dir. Das ist man, dass wir für zu mehr und zu kaufen getan und die Tour ist schlapp bestimmt mal noch schnell. Und Lehrer, so verstehst du nichts. Ihr jungen Leute meint immer, alles was in der Schule lernst, das stimmt. Aber ich sag immer wieder, die jahrelange Erfahrung macht einen guten Bäcker und Konditor und nicht die paar Jahre, was du in der Schule lernst. Wieso schickt man überhaupt in die Schule, wenn man sowieso nicht eine Otzing hier noch machen darf? Ja, Andreas, wie redest denn du mit mir? Mein Vater, das ist komisch, aber immer wenn ich im Recht bin, wirst du auf einmal so vornehmen und sagst, Andreas zu mir. Wo du sonst immer der Andi bin. Ey, wollten wir das gestern schon noch vergehen und erst mit dem ersten Preis ankommen. Also, wie der Konfetti zu den kaputten Hälter und zu gesunderen Toten geboren worden. Ja, ich halt auf jeden Fall beide Daumen. Und ich auch. Vielleicht hat der Rick und der Wind tatsächlich was. Also, ich bin ja froh, da will ich auf alle Fälle. Was? Weil so viel wie ich gehört hab, ist der Trostpreis der Zuckerle. Na ja, wenn du ja nichts Süßes machst, ich war schon, gell? Ja. So, Andi, du musst dich schwer, dass der Vater auch wieder nicht abgeschnitten wird. Was? Dann lachst du das vielleicht auch noch vor nicht. Lass mich nur, aber heute beweise ich euch, auf was er sagen kann. Eine jahrelange Erfahrung. Ich bin doch so. Geh, Andi, so darfst du nicht vor da wieder nicht reden. Das kehrt sich einfach nicht. Schau mal da. Der Brot, deine Sämmel sind ja nicht so schlecht, ja. Die Sierzen da sind so gar. Schau dir mal auf die Figur, da wollen die Leute einmal so die Sierzen brauchen essen. Ja, nein, du isst immer zu. Ich bin ja schließlich noch im Wachstum. Und bei den Heranwachsenden stärkst du essen die Muskulatur. Ja, der Zucker den Verstand. Außerdem wird es bei meiner Figur aber nicht notwendig geworden. Ja, so haben wir. Ja, hat er denn dort jetzt wieder eingeredet? Seit wann sollten wir denn wir alle auf unsere Figur gucken? Das hat man natürlich nicht so. Und die Gnaden das auch. Schließlich und endlich möchte ich mal ein guter Bäckerkonditor werden. Einer, der was mit der Zeit geht. Du willst in der Zeit 20 Jahre hinten noch jetzt. Nein, Mutter, du musst jetzt dem Andi schon einmal recht geben. Schon heutzutage, wie du arbeiten die Leute körperlich mir immer so schwer. Und dann müssen sie sich mit dem Essen auch ein bisschen zurückhalten. Also die Quern. Also mir schmeckt nicht. Ja, und wenn es ein Gebiss ist, drinnen hätte, dann ist das auch nicht der Beste. Ich verstehe das nicht. Immer wenn ich im Reden kriege, erwatschen, dann sitzt mir die Ohren. Jetzt aber wie ist es passiert, wenn ich im Unrecht bin? Ich habe ein Testament geworden. Ich Bruder Herz, das wird nie der Fall sein. Du redest schon wieder so lange, bis du wieder recht hast. Nein. Ja, dann kann ich dir sagen. Da ich auf nächsten ersten meinen Lehrvertrag geändert habe, möchte ich das in Zukunft. Da Toni, mein neuer Lehrmeister ist, und der war der Vater. Du, Andi, da wird der Mann auch werfen zu mitreden. Du weißt ja ganz genau, was ich dein Vater mit dem Ruchenelefant. Aber ich auch noch ohne Meinung bin als er. Also, Andi, als so ein Recht möchte ich jetzt aber wirklich mehr, mein Herr. Das glaube ich nicht, dass das dein Vater recht ist. Na gut, war doch schön, wenn er ja Vater doch in den ersten Preis anbringen darf. Denkst mal an die Reklame fürs Geschäft. Jetzt, wo es eh so schlecht geht. Ja, aber der Meister nicht der Puls her. Ihr werdet ja schon noch sehen. Der erste Preis, der gehört mir. Bei dem jetzt einen neumodischen Preis. Ich stelle die Hohle an die Wand. Das Alte hat sich noch immer bewährt. Mein Gott, war doch schön, wenn du recht hättest. Nur kaum. Auf dem Gebiet, da bin ich ein Genie. Herrschaft, denn ich hol mir da mein Krawat. Tja, brauch Hilfe oder brauchst du? Oder warte, ich hol sie da schon. So, und ich hol inzwischen mein bestes Stück. Ich hab leider für mich gewartet. Wir müssen bedauern, wenn euer Vater Oma kritisiert. Er wird schon richtig machen. Wie lange die Filme kritisiert ist? Ich bin einfach nur dort auf dem Bett. Dort auch ist, dass euer Vater kein schlechter Bäckerkonditor ist. Nein, das nicht. Aber ich bin schon um einiges besser sein. Naja, vielleicht. Aber euren Vater, das klar machen, das wird euch sicher angelingen. Was deines im Leben einer Jure bestimmt noch nie geht. Das glaube ich auch, Vater. Das ist bestimmt wunderschön. Das meine ich schon. Wie noch weg? Ja, ach,
Schleifen geben wir da, damit die von der Jury sehen und für uns was Gesundheit drinnen ist. Ich brauch doch kein Schleifen. Lass mal Vater, du brauchst das. Du meinst nicht, dass das so viel Wort so auffällig ausschaut? Ja, Vater, das ist so. Jetzt guck immer drauf an, wie man das jetzt vorher packt. Ne? Das Fleisch ist blöd. Und der Durten hat gar nicht probiert und du bist schon im ersten Preis letztes mit derer schlecht. Stopp, du bist mit der Vorderzeit klar! Du wirst dich doch nicht von einem großen Ehrentor von einem minderjährigen Frontfall treffen. Ach, ich hoffe mir doch alles so gern. Komm mal vor, da haben wir. Da hast du den Ich. Ich will doch Bratschau gestern. Wo denn der Berg bloß das freche Mundwerk her? Der Lehrer Striedinger hat gesagt, das ist Vererbung. So ein freche, woher will der das wissen? Bei dem bin ich doch bloß das letzte Jahr in die Schulung. Das waren die Worten recht. Wo denn der Striedinger? Also, auf mich braucht Zeit nicht mehr warten. Es könnte leicht spät werden, gell? Weil schließlich muss ich ja meinen Sieg begießen. Also, fertig. Und ihr wollt ja gar nicht aufhören, gell? Bitteschön, Dankeschön. Ich hab von mir nicht so überzeugt sein können. Vielleicht hat der Vater aber recht und wird tatsächlich ernster. Ich geh schon. Ich bring der Karin in den Tisch und immer den noch den Freund. Mein Gott, bin ich vielleicht aufgeregt und der Vater tatsächlich gewinnt? Was kannst du mal, dass der Vater nicht bestimmt ist mit der Prozentur? Nee, Andi, du darfst mit deinem Vater auch wieder nicht reden. Der ist was noch von alten Schlag. Schau, er kommt halt auch nicht mehr aus seiner Haut. Genau, und das verhält er von uns junge Leute überhaupt nicht. Gell, das darf ich wieder weniger sagen, weil ich hätte was meinem Vater nicht sagen dürfen, was du denn hier nicht observierst, gell? So, und jetzt geh in den Laden aus, vielleicht brauchen wir die Karin. Ah, die brauchst du bestimmt nicht. Was soll denn das jetzt wieder haben? Na ja, ich meine, Toni, wenn du schon kräftig unter die Arme greifst. Du bist da wieder was zusammen. Eigentlich war es gut, was zum Essen. Der Pudding von gestern in den Kühlschrank ist. Gut, Ali, was? Den ist du mir nicht angefallen dann. Kommt ganz drauf an, ich meine, wenn du den Arbeit brauchst, wartet man schon. Warum nicht, was ich dich bitte? Das ist dein Vorerster Mann unter uns, gell? Ja, okay. Also, ich bin im Wettbewerb auch du halt nicht gemacht. Ja, aber ich kann ja schlecht umgehen. Wenn man den Vater sieht, dann schmeißt er mir aus, weißt du, wie das ist. Also hast du es jetzt auf gut Deutsch, dass ich für dich die Torten umbringen soll? Ey, du tust dir das vor dir am Klatsch. Wie soll es noch heißen? Vollkommen egal, wenn ich denke, Antonia Schleckerli, auf Namen kommst du nicht an. Dazu will so jeder Teilnehmer von der Schule eine Nummer, so weiß ich nicht, wenn ich dort den Kehrt und so keine gerechte Entscheidung getroffen habe. Was denkst du da gleich? Ja, bitte. Jetzt habe ich mir gedacht, ich bin ein schlauer Fuchs, aber. Ja, ohne Zeit auf den Kopf gefallen. Du weißt ja, gut beheilig, nicht? Wenn man den Vater gut sieht, dann schmeißt er mich aus. Wo es wenigstens echt war.
Aber so? Na. Die Herren von der Jury, die haben ja keine Ahnung von einer guten Torte. Und ich leine, dass sie nicht Sprich geklopft hat. Na, nichts ist mit meiner Auszeichnung. Aber wenn ich nun komme mit dem Torten probieren, denen habe ich meine Meinung gesagt. Frau soll ich sein, haben gesagt, dass ich als Letzter noch so ein Zucker als Ausreiß kriege. Hab ich mich vielleicht schon. Als ich mit der Nackhütten da durch den ganzen Saal hab gehen müssen. Der ganze Saal hat vielleicht gelacht. Und also ein Depp hat mir noch gefragt, ob ich mit der heute noch was vorhab. Bin ich wenigstens Zweiter oder Dritter geworden war, aber doch nicht Letzter. So ist der keiner da fragen. Die Puppen, die muss verschwinden. Aber wir. Ah, ich hab's. Genau, das Kind. Wie schön warst du gewesen, wenn ich so ein Schild ins Schaufenster hätte stellen können. In Goldbuchstaben hätte ich dann draufgeschrieben, Kärntens Zuckerbäcker Nummer 1. Und beleuchtet hätte es, dass es ja keiner übersieht. In Schoren waren die Leute mir an losen Stirn. Aber nein, Herrschaftszeit, wo wie eine Wut im Bauch. Ich meine, ich lege mich halt lieber daher. Ich tue meine Lene noch ein Haufen hoch und mich noch mein Gewinn fragen. Sind. Der Wald versteckt ist in der Bockstube, weil da kommt kein keiner mehr rein. Was?
Für das habe ich sie nicht fragen können. Ja, mein Gott, na, angehabt hat die nichts, die war splitterfaser nachgefallen, ja. Sittlichkeitsverbrechen? Ja, so genau habe ich nicht geschaut. Ist gut, ja. Ich werde alles so lassen, wie es ist. Sie kommen sofort. Ist gut, ja. Ach, mein Gott, das ist ein Verleser. Der Benzer hat sich schon erschossen. Der hat gesagt, alles so lassen, wie es ist. Moment, hat der den Frauenmörder telefoniert. Dann habe ich jetzt mit meinem Finger auf sich seine verwischt. Mein Gott, aber die Leute müssen wissen, dass ich den Knochen der Leute gekriegt hat. Mann, Timmy! Das sag einmal, was ist mit dir los? Wirst du deine Zucken, wenn du fertig bist? Können wir nachher gehen? Du drin! Du drin! Da ist ein Lockerte! Was? Ja. Da! Da in den Schrank! Ein Lockerte! Gesorgt, Timmy, was soll denn der da drinnen? Was auch der dir jetzt was sagen, gell? Ja, aber da ist ja, gell? Was hast du gesagt? Ein Tote! Da in den Schrank! Also, ziemlich, denn was hat die denn so? Ich werde nicht mehr kommen, gell? Du, Lenny, das ist ganz bestimmt kein Witz, weil das nicht erst in den Schrank kurz drüber. Jo. Warum denn nie? Mach du auf, wenn du mir was zeigen willst. Nein, ich trau mich nicht geschafft. Ah, ich trau mich auch nicht. Ich werde nicht fitness, schau, ich trau mich auch nicht fitness. Also, gut. Thank you.
Eder, Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? In Hunsfühlen, was ist passiert? Ihre Pflegerin hat heute früh bei uns angerufen und eine Mord gemeldet. Wahrscheinlich einen Kittelchen. Ja? Ein Mord? Mord bei uns? Und einen Kittelchen auch noch? Ja, das kann aber nicht stimmen. Weil bei uns da ist noch nie sittlich gemordet worden. Sie leugnen. Sehr verdächtig. Könnte ich jetzt bitte die Frau Zilli Holzer sprechen? Hallo, die Zilli. Ja, ordens gleich. Aber Sie werden sehen, dass alles ein riesengroßer Irrtum ist. Das scheint mir ja ein sehr interessanter Fall zu werden. Wenn ich den Mörder entlarven kann, meine Beförderung so gut wie sicher. Sie, und jetzt sagt der Herr, dass du mir am Mord nicht gemeldet hast. Bitte beeinflussen Sie die Zeuge nicht. Frau Holzer, Sie haben doch heute früh bei uns angerufen und einen Mord gemeldet. Ja, um Gottes Willen schon. Also. Ich hab nur angerufen und gesagt, dass bei uns da im Schrank eine nackte Frau ist. Also, du siehst, sag mal, wie kommst du denn nur? Bist du denn narrisch geworden? Bitte beeinflussen Sie die Zeugen nicht. Aber so klar müssen wir doch. Bei uns ist nichts passiert. Das Ganze ist ein riesengroßer Irrtum. Silly, du sagst ihm doch. Es liegt aber eine Anzeige vor und darum muss ich der Sache leider nachgehen. Also, wo war oder wo ist die Leiche? Also heute in der Früh, ja, da ist sie noch in den Schrank drin gehängt. Aber wo sie jetzt ist, war also da drin ist keine Leiche, das sagst du mir doch. Das sehe ich auch. Was aber nicht ausließ, dass da eine Leiche war. Leiche verschwunden. Womöglich zwecks ihrer Führung beiseite gesagt. Wenn Sie es nur glauben würden, bei uns gibt es keine Leiche. Das dürfte ich nicht hier im Haus ein wenig umschauen. Aber bitte schauen Sie, aber finden wir es bestimmt nichts. Laut Aussage von Frau Holzer ist die Leiche nicht mehr im Haus. Sie wurde also entweder vergraben, verbrannt oder ertränkt. Auf jeden Fall werde ich die übrigen Räume auf etwaige Spuren hin überprüfen. Das haben wir eh nicht gesagt, gell? Wenn die Leiche nicht auffindbar ist, dann kommen nur noch diese drei Alternativen in Frage. Darf ich jetzt mit der Durchsuchung beginnen? Aber bitte schön, Herr Leicheninspektor, suchen Sie! Aber finden wir es bestimmt nichts. Und Sie brauchen da nicht dazu, mir ist das alles schon zu tun. Also, ich kann es auch besser kommen, auch nicht mehr verstecken. Aber um das Platz ist mir noch nicht eingefallen. Gut, sie dürfen nicht einmal zu nachdenken, was er mir auch also alles, was recht ist, aber alles braucht man sich von der Kripo auch wieder nicht fallen lassen. Wolke! Ich komme ja gleich! Leiche nicht zu finden! Was schreist du denn heute alle wieder nach mir? Ich hab dir doch gesagt, dass ich mehr Ruhe haben will. Ja, was kommt denn hier auf dir? Kannst du mal sagen, der Herr sagt, der Leiche bei uns? Was sagt bei uns? Geht das selber ein Witz? Sind Sie Herr Gustav Holzer? Ja, das bin ich. Warum? Eder, Kriminalpolizei. Wissen Sie etwas über den Vorfall? Aber was denn für ein Vorfall? Laut Angaben Ihrer Schwester, Frau Tilly Holzer, befand sich heute Morgen etwa gegen 7.15 Uhr in diesem Schrank eine nackte, strangulierte Frau. In dem Schrank? Der ist das noch eine nackte Frau fast umganguliert schon gleich gar nicht. Stranguliert? Sie wissen also auch von nichts. Ja, ich, von wo denn? Sehr merkwürdig. Aber Herr Polizeikommissar! Bis jetzt noch Hauptkommissar! Würden Sie gerne jausen oder werden Sie es nicht sehen? Nein, danke. Wenn ich auf Leichensuche bin, esse ich prinzipiell nicht. Zumindest so lange nicht, bis ich weiß, was aus der Leiche geworden ist. So! Maria! Sie sind nicht ganz schwarz im Gesicht! Ich ganz schwarz? Ich bin nicht schwarz im Gesicht! Ah, nicht! Dann haben wir das Licht, dass Sie einen komischen Schoten geschmissen haben. Das war nur wert, wo ich war nicht nur ich. Lassen Sie mich also nochmals repetieren, in dem Schrank. In dem Schrank? Da ist nichts. Nicht mehr.
mal gerade noch. Ah, da ist ja noch jemand. Wie heißen Sie und was ist eine Gaudi, wenn man fragen darf? Also fragen Sie mich schon, ob ich da Umbau drauf bin. Das weiß ich jetzt noch nicht. Was sagen Sie überhaupt? Ah, Eder, Kriminalpolizei. Kriminaler. Ich bin der Toni, gell? Wie geht es? Wie geht es? Das ist gerade auf ein Lebendige gedacht. An ein Lebendige. Und Spaß, wo passiert denn Sie denn gedacht? Könnte es vielleicht möglich sein, dass es nicht mehr ganz so lebendig war. Also Toni, der Herz macht der Leib bei uns. Was? Doch bei uns allein? Na, wirklich nicht. Das Haken, das würde mir so noch vergessen. Das ist ja eine sehr merkwürdige Sache. Aber ich werde den Fall aufklären. Ah, glauben Sie nicht, dass es zwecklos ist, dass das vielleicht gar kein echte Leib war, was die Ziele noch sehen musste. Was denn zum Beispiel? Ja, was weiß ich nicht, was die Ziele noch sehen musste. Mir sein, Sie wissen mehr als Sie sagen. Ich weiß von überhaupt nichts. Es könnte doch sein, dass das gar kein echte Leib war, was die Ziele noch sehen muss. Verdammt, so mal doch. Bei uns ist nichts passiert. Das ist ein anständiger Leib. Bei uns liegen keine Leichnummer. Mir sein, wir stecken alle unter einer Decke. So, das wär's. Oder ist sonst noch jemand hier, den ich noch nicht vernommen habe? Na, niemand. Also dann bis morgen. Dürfte ich noch Ihre Backstube in Augenschein nehmen? Ja, bitteschön. Da ist ja noch jemand. Sehr verdächtig. Das ist vielleicht nicht. Also das ist nur mein Sohn, der Anderl. Den hätte ich ganz vergessen, dass der auch noch da ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man auf mich vergessen. Was haben Sie überhaupt? Eder. Kriminalpolizei. Ein Kriminal haben wir bis jetzt auch immer unter das Flux drin. Was kommst du, Mutter? Wir nennen uns freie Dali. So, das wär's. Ich werde dann also morgen wiederkommen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Haufen Sie nicht. Was wollt ihr erzählen, Sie doch los? Eine ist doch davor, das ist der Leichter für uns. Ja, und dann noch halt den noch dazu. Gott, das ist viel. Ja, also wenn du so einen Kopf hättest, hätte ich nicht gedacht. Thank you.
du dir damit die Tante Zille da wirklich auf dem Kurzen aufhängen will, glaubst du wohl, dass du uns im Haus allein bist. Ich weiß noch, was machst du, wenn du mich klumpst? Ich höre aber auch nicht. Krank, die hängt mich schon nicht auf. Ja, also, was ist denn der Strick? Meinst du, welcher Strick? Nein. Den Strick, den trage ich von nun an immer bei mir, gell? Weißt du, die denke ich nachher die Finden am Wind, die sie fest. Und dann wäre ja echt verleiden, was ihr nicht glaubt. Also, Zilli, jetzt glaube ich es aber wirklich voll. Wenn sie eh schon tot ist, dann brauchst du nicht mehr zum Finden. Dann kannst du nicht davonlaufen. Dann haben wir das vergessen. Der Arme ist in der Tante Zilli schon davongelaufen. Also, Tante Zilli, wenn du die Leiche findest, sind sie ja fest an, weil. Ein Toter kommt ganz schön auf, wenn es ums Erleben geht. Was an der Zille, was ist los? Verstehst du schon deinen Spaß? Ja, sagst du schon. Aber wenn es um die Wahrheit geht, sterben. Siehst du mal, da siehst du jetzt wieder was mit deiner frechen Wuschen und Richterkost. Ein Mut zum Watschen gehört er jetzt einiges. Nur jetzt entschuldige mich wieder, was an der Zille. Monika, dass ich gesehen habe, dass der Herr nicht kommen kann. Den Koffer, den bringe ich heute auf Nacht nach. Das ganz schön schwer, wenn sie den mitzahlen nicht müssen. Jetzt habe ich den Autoschlüssel auch noch stecken lassen. Vielleicht gehen wir auf andere nicht um. Und Wurfverkleid.
Seid. Was, Mutter? Ja, das gehört ja gar nicht mehr. Ja, wenn denn sonst? Ich trage sowas nicht. Und die ganze Zähne, da darf ich ja nicht mit sowas rumlaufen. Und wie heißt er noch?
mir ein Schleckchen an. Was ist denn passiert? Was passiert ist, ja. Ein schwerer Autounfall da kommt. Ja, die jungen Leute fahren immer so schnell. Die sind mit den Bullen Toni Angerberg gar so schnell gefahren. Kameter ist gefahren. Der Rafen wollte weg. Ich bin runter aufgepackt, das Auto runterging, wollte am Morgen hier hoch und das Auto wieder auf ihn drauf. Was? Könnte man nicht ein bisschen den Mund freimachen? Damit kann man sicher erst den Schwung auf. Nein, ja, das darf man nicht. Das darf man nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der da runter ausschaut. So schlecht jetzt gehen wir mit dem Speed, gehen wir, warte, du brauchst noch zwei Gäste und Schlot, die hat rausgekommen, muss ich die Gätschen anketten. Und das war mein Todesüberall aufstehen. Ich spiele das Spiel mit, was man jetzt verbockt bekommt. Ich bin schon aus, was das zu bereiten hat. Ach so. Ah, was kann ich für Sie noch tun? Ah, was, das hat sich eigentlich schon erledigt. Ich wollte noch ein Papa bitten, ob er mir für ein paar Tage sein Zünd legen kann. Aber wie es sieht, fällt Ihre Ehre ja aus. Ja, der Vater hat zwar noch mich, nicht? Und wieso ist Ihr Sohn verhindert? Weil nicht weiß, dass er sein Vater eingesehen hat, dass sein Vater jetzt weiß, dass er ihn auch noch hat. Verstehe ich jetzt auch nicht so gut. Aber mein Vater sicher verstehen. Sollte es ihn einmal rein zufällig treffen, geht es Ihnen das alles gut. Für dich. Na ja, mehr schon. Der etwas gemerkt hat? Ja, der komisch war es schon, nicht? Was hat er noch mit dem Ton? Das muss ich aber nicht machen. Oh, das tut jetzt doch nur ein. Der Vater soll dich betrügen. Also nein, das glaube ich wirklich nicht. Aber er soll so gut wie zugeben. Ich lasse mich scheiden. Dein Großteil lässt man sich doch nicht gleich scheiden. Ach, wir reden von dem Rosal. Doch nicht wegen dem Rosal, sondern wegen dem Meister, bevor es drin steckt ist. Das passiert nicht. Das tut so weh. Das verzeih ich nie. Gott, nie. Aber Gilbert, stürzt doch nicht. Red doch einmal mit dem Vater. Wir sehen, was da unschuldig ist. Was? Ich mit deinem Vater nochmal reden. Den denk ich aber nicht an. Der ist lustig mit. Du hast Schlamassel. Wem kehrt denn dann die Hose? Komisch ist die Sache schon. Länger, dann bocke ich das hin und her mit der Affuten nimmer. Ich bin eh schon ganz deppert. Am Ende drehe ich noch durch oder es trifft mir gleich ein Schloss. Mein Vater, das ist. Wir schon reden noch einmal mit der Mutter. Mit dem Großteil ist es sicher ein Missverständnis. Wo habt ihr denn her? Ja, findet ihr an ihrem Haus. Deine Mutter wirft mir so eine Weiberhosen an den Kopf und ich soll fließen, wenn ich her. Das weißt du ganz genau, du Fremdjäger, du! Also, wenn ein Mensch spinnt, dann lieber ein Zähn. Ja, das ist ja. Der Master muss nicht der Rätsel schon, oder? Ja, dir doch! Das ist doch das Hosal, das hast du der Monika zum Geburtstag. Wie bitte? Ihr kennt das Hosal. Du hast mich betrogen und das schon bevor ich verheiratet bin. Ja, aber Karin! Ja, das glaube ich richtig, dass ich spinne. Wen kehrt denn jetzt die Hosen? Und was heißt das, bevor wir verheiratet sind? Ja, das Hosen haben wir mit der Karin gekauft, was mir gefallen hat. Du ausgeschlammter Kerl, du kaufst mir meiner Tochter so sündige Hosen. Hast du sündig? Das ist doch ganz eine normale Unterhose. So was fragt doch heutzutage jede Frau. Nein, nein, nicht! Und von meiner Karin läuft die Bilder. Das ist die verletzte Erste, den letzten Arbeitstag und verstanden. Erste hätte so alles nie haben. Wo ist das gesagt? Was mich eigentlich interessiert hat, wie ist denn die Ziele drauf gekommen, dass du bei uns im Haus allein sein sollst? Und wo ist denn überhaupt zu essen? Wir sollten nie wissen, wie das arische Weibchen da drauf ist, dass er den Kosten hinterleifen. Wo ist das denn? Den Kosten allein? Ja. Halt nicht aufmachen! Toni, bitte, verrat mich nicht! Da drinnen einen großen versteckt habe. Ich habe auch nicht wissen können, dass die Ziele die Puppen da gleich mit einer Käfer weg. Master, Master, das ist ein schönes Schlamassel.
Toni, du musst mal helfen. Die Puppen, die müssen verschwinden. Dann gibt es nichts mehr zu suchen und das Verfahren bei der Polizei wird eingestellt. Für was, Master? Ich darf ja ganz gern helfen. Aber du hast doch gerade früher noch gesagt, ich soll die Finger von der Karin lassen. Und nachdem die Karin auch Mitglied von ihrer Familie ist, zu der er wiederum wurzelt, halt ihn nur lieber aus. Toni, du wirst mir doch nicht den Stiel losen und wie mein Schicksal überlosen. Wie gesagt, ich darf ja gern helfen, aber... Nix, aber. Also was? Wenn du mir hilfst, dass also sie aus den Schlamassen so hell rauskommt, na, hab ich ja nichts mehr dagegen, wenn du meiner Karin weiterhin schöne Augen machst. Das ist ja ungefähr. Und was du jetzt noch sagst, dass die Karin und ich heiraten werden, und da waren wir höchst bereit schon vier in Ordnung gestiegen. Und der Schwiegerpapa hat sich doch nie im Stillen lassen. Was? Heiraten? Also gut, wenn ich die Karin auch gern hätte, dann meinetwegen. Könnt denk schon, aber da war ja noch was. Ja, was willst du denn noch? Nicht nur, dass ich meine Zukunftspläne mit der Karin im Windschlag habe. Ja, so ein Schläfenfang machst du mit mir auch wieder nicht. Also, red halt, was willst du noch? Also, dass ich in Zukunft sage, für den Herrn und Kopf und Macht dann, dass das dicke, prophezierte Zeug, das macht doch heutzutage kein Mensch mehr. Ja, was da lachst du denn eigentlich ha? Sag dir doch klar, dass ich prophezierte Herren und Kopf mache. Ja, das muss man mal gesagt werden. Na bitte, was du willst. Na, so viele gehört habt, auf Ihre Führung der Behörden. Du kannst bestehen, Papa, ja. Das war's halt. Dann wird er noch ein Weile überlegen, der. Also, Poppe, und Sie sind meine Herren und Gruppen, was so? Wir kaufen mich. Jetzt hört doch auf. Wenn du schon so fragst, du musst es doch jetzt schon. Also gut, ich bin einverstanden. Aber alle deshalb, weil ich nicht anders kann. Aber das Poppe, das nimmst du mal zurück. Meine Idee muss dich beruhigen. Alles weiß. Also was man sich da alles sagen lassen muss. Und alles wächst der Sautumme im Buchling da blieb und ist sich doch gleich verbrennt geht. Nein, nein, Master, muss er nicht draußen verbrennen, weil er viel schaut gewesen. Ach so, Mann. Sind wir uns mal einig? Du, beruhige dich. Master, was hast du? Ach, gar nichts, ich will dir nachgedacht. Was heißt das schon in der Bibel? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber im Moment kann ich mir selber nicht leiden. Also, das hätte ich mir nicht gelacht, dass der Master mir mal schnelle Hände aus der Frist und bloß für die Blamage mit der Schaufensterpuppe nicht vertraut. Nein, wir müssen unangenehm sehen, dass wir raus sind.
Gymnastik mache. Du machst Gymnastik. Du Doktor, was sagst du, dass das nur was der Deppert ist? Was? Ich hab halt meine Meinung jetzt geändert, gell? Ich lass mich doch nicht scheiden. Ich werde jetzt so lang hungern und Gymnastik machen, bis ich so schlank bin, dass ich in die Hosen reinpasse. Weil nachher braucht sich bei Bussel nimmer noch 100 Euro mischen, gell? Ja, aber das Großteil hat ja ganz im anderen gekehrt. Du, auch wenn ich die Schutz nehmen, gell? Auch Väter können Kannibalen sein. Du meinst Casanova? Das ist ja so wurscht, wie du sagst. Aber auf jeden Fall sind sie, gell? Gott, ihr Männer an. Die Puffen sind noch halber oder nicht? Und ich sind auch gleich verfeindet. Harotis. Loni, du musst da helfen. Die Puffen müssen verschwinden. Weil wenn der Kriminale nur mit Kind von denen da drin sitzt, dann bin ich blamiert bis auf die Knochen. So viel ich gesehen habe, das nimmt er an. Das sind alle hinten bei der Lohnte Auslegung. Komm, gehen wir schon. Du, aber so nachsichtiger können wir gar nicht den Schaufenster stellen. Wir waren schon auf die Kine irgendwas wegzumachen. So denn den Schaufenster? Das werden wir schon sehen. Also gut, dann gehen wir schauen, wo die Lady hier versteckt wird. Ja, Barsch, also mit Männern ab und schauen Sie mal, bei der Stadt ist die Figur von meiner Karin. So, das ist jetzt der von meiner Lady. Ich habe mich noch am nächsten, aber noch habe ich nicht gefunden. Meinst du, ist der nicht ein bisschen zu groß? Ja, nein, der Lady hat halt ein bisschen mehr Oberweiten. Weil du das Breckel, was die da dabei hat, das ist jetzt ein Unziehen zu wenig. Und sein Herz hat auch nicht darin, der, oh, aber das ist gut, Nummer. Das passt. Weil meine Lene, die hat eine Hüfte wie ein 20-Jährige. Warum hast du Frau schon auch nicht morgen schon gesagt? Ja, man muss sich ja auch ein bisschen täuschen. Da waren wir halt schon eine Ewigkeit nicht mehr auf dem Boden. Ah, der Toni wird sich freuen, wenn ich... Wer ist auch noch da? Den hat der Leibold wieder vergessen. Sie ist jetzt in den letzten zwei Tagen schon das zweite Mal, dass Lady vergessen hat. Ich glaube, ich stehe jetzt auf was hoch im Kurs bei dir, ne? Gute Nacht, bin ich intensiv. Dann bin ich noch schief. So ernst, was habe ich da nicht mein? Aber du kommst da in den ungünstigsten Zeitpunkt daher, wo man die gerade nicht brauchen kann. Mutter, sag mal, kann das sein, dass die Puppen da, die Leichen, so die Tante Zimmer gesehen hat? Und der Furcht angeht ist nicht, der merkt du auch alles, ha? Also wenn ich nicht genau wisse, dass das der Bikini von meiner Mutter ist, hätte ich eine gute Meldung gehabt. Also wenn ich nicht erwarten, das Tier wird es besser, du holst es mal. Sei so gut, du holst Bikini von der Karin. Und mit denen verloren du sie die Leute aus. Mit denen, die müssen wir heute mal genau anschauen. Es geht zwar schon wie mein Vater, diese Vergesslichkeit ist man schon nicht ansteckend. Naja, ich meine, ein bisschen dir ist es schon, gell? Ansonsten kann sich das Vorgestell schon sehen lassen. Der Vorgestell ist genau richtig für die Reklame, was ich vorhabe. Doch, an die Seite fliegen und hol mir einen weißen Karton, auf dem was man was aufschreiben kann. Und bring gleich einen dicken Bildstift mit. So, wenn ich nicht so neugierig war, dann sagen wir, holst du das selber. Und naja, bitte, wir können ja jede Arbeit anmachen. So, das ist jetzt der von meiner Karin, aber Ron ist an dem nicht gar so viel. Du, ich hätte gar nicht gedacht, dass mein Karin so ein schlankes Figürchen hat. Ja, auf die richtige Stelle nur schon was dran. Was? Boah, du musst in letzter Zeit aber ganz schön Traumhappe gewesen sein, dass du das mit deinem zwar nicht gemerkt hast. Macht doch nichts groß. Im Alter hat er auch nichts gemerkt. So, bitte, das ist der Karton. Passt der? Ja, passt schon. Hey, du Toni, mir ist jetzt wieder eingefallen, was ich da vorhin sagen wollte. Ich habe heute einen Fehler getroffen. Mein Schulkamerad, nicht? Ja. Ja, und der hat mir von einer Gästling Preisverleihung erzählt. Ja, und? Ich meine, der Vater ist nicht erster geworden. Und du hast da schon den ganzen Tag wie? Dass der Brotpreis aus Zucker gekriegt hat, Dio. Ja, und hast da den Kriminalen nichts gesagt davon, ha? Können die den Zucker von meinem Vater was machen? Ja, und sag schon, wer ist noch erster geworden? Ja, die Nummer 17.
Die Nummer 17, das bin ja ich. Nein, du warst ja nicht. Ja, aber du warst doch gar nicht dort. Ja, Toni nicht, aber ich. Ich war nämlich dort, bevor du dein Tod noch gehen musst. Mein eigenes Fleisch und Blut hintergeht mich. Andreas, das hätte ich nie gedacht von dir, aber du. Schau, Gott, wenn ich schicke Toni nicht weiter, Toni nicht erst einmal. Ja, und das wäre ein Radio, wenn wir einen Laden mit einem Schwung bringen. Da fliegt gar nichts von. Schau doch nicht. Urkunde für den ersten Preis. Urkunde für hervorragende Leistung im Bäcker-Konditor-Wettbewerb 1995. Der Biss auch mal in die Hände nehmen. Ja, und das kommt ja auch dabei. Ein Scheck über 40.000 Schilling. Ja, das kann ich Startkapital an den Ehe gut gebrauchen. Ja, ich habe mir gedacht, wir setzen mal die Puppen mit den Urkunden an den Schaufenstern. Was? Du bist ein Schaufleck meiner Ehre, ein Schaufenster setzen. Ihr Vater, der Zuckerl für uns die Schaufenster. Ein Zuckerl, ja, und dann will er wieder pflanzen zu uns. Mit du wie ist es viel Atem machen? Immer gelassen. Wir nehmen die Kuchen, setzen wir sie ins Schaufenster, da stellen wir ein Schild dazu, dass die Leute, was muss einkaufen, alle keine Angst haben brauchen, was sie wickeln, sondern alle rank und schlank sind. Kannst du uns einen guten Ton? Ja, und was willst du da auf Schild auf dem Schreiben haben? Ja. Wollt ihr Bikini tragen? Legt ihr kurz was dort in den Magen. Ja, das ist super, gut, noch, ja, besser, noch. Willst du Beine wie Sophie? Ist die Daten vom Toni? Oder wir warten nicht. Wollt ihr die Figur erhaschen, müsst ihr unsere Sachen naschen. Super, warte mal, Antonio, warte mal. Jeder will so schlank gern sein. Und kauft diesen Laden ein. Du kriegst alles zu mir, wenn nicht so schlecht. Aber das ist bei mir brauchen. Das muss wie Musik in den Ohren klingen. So, dass es noch keiner vom Kopf rausgeht. Die Musik klingt in den Ohren. Neue Taten sind geboren. So ein Schmarrn! Du hast mir noch nicht geboren! Entschuldigung, mein großer Bursch. Außerdem bin ich mal geboren worden und in den Bockhofen ausgebrochen, oder? Wenn man nicht ausgebrochen ist, damit man Kind der Mutter kein Scherz. Ja, das war mit Peter gewesen. Wollten komme ich! Meister Holzer Bett für Sie. Das für Sie müssen wir natürlich total groß schreiben, ne? Die reinste Schlankheitssymphonie. Nichts anderes. Das ist das Kuss jetzt wieder, das wird das auch. Nichts verzahlen, anders klar. Also Toni, wie schreibt man eine Symphonie? Und ihr glaubst, dass uns das zweite Leute dir einrennen werden? Du musst bestehen. Schreib schöner. So, Toni, jetzt kannst du es beweisen, ob der mit den Schlankheitsbindeln hinhaut und bei den Leuten einschlägt, wie er kommt. Warte jetzt nieder, dann müssen wir noch was dazu schreiben. Inhaber der Auszeichnung Doppelpunkt. Inhaber der Auszeichnung Doppelpunkt. Kärntner Zuckerbäcker, Klammer auf, ab heute auch ohne Zucker, Klammer zu. Nummer 1, für die Urkunde stehen wir dazu. Ja, aber das stimmt doch nicht. Ja, und ob das stimmt?
Der Toni ist das erste Mal und sie putzt ihn über ihr Ruhm. Aber das kann man nicht gleich aufs Plakat aufschreiben. Schließlich, wie wissen wir, das Geschäft gehört dem Master. Und in Zukunft den Turten machen. Das bestimme ich. Toni, du bist ein Bruchkerl. Ich sag das, die Karin, die kann echt froh sein, nur die, die einen Schwiegersohn kriegt. Entschuldige, mein Sohn, die hätte ich leider wieder vergessen. Aber sind wir uns dann einig? Ja, okay. So, aber jetzt schauen wir dazu, was wir die Puffen und solche Schaufenster kriegen. Weil schließlich gehört ja froh viel Ende, dass da jeder sieht. Ja, das war immer mein größter Wunsch. Meine Zone, wenn man das so für Bücher im Ohren hat. Schaut und wer bitten. Also für was anderes warst du ja noch weit jung. Für das, was mir gefällt, da bin ich jung. Was ist Arbeiten, bin ich alt genug. Ja, mein Name, das ist der Weltmeister. Also der Toni ist dein Bub. Der Toni ist mein Bub.
Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass ich der von mir so viel hat gefallen lassen. Bei dem Vater. Ich mich ohne nichts anderes als bei mir. Ja, du Lautbild. Lady, komm schnell gleich. Die Mutter schafft es. Was ist mit deinen Nachhinein, die deine, was beim Musikhund macht? Komm, ich will mal da schauen. Wollt ihr leider später kommen, kann ich noch mal so Also die Idee mit dem Schaufenster und der Puppen war nicht gerade die kleinste. Ja, mal ganz bestimmt, das bringt uns vorwärts gut. Und in ein paar Wochen sich die Ziele auf den Umblick von einem Schaufenster Puppen angetreten. Und ich verstehe einen Vorhof. Was ist denn da eigentlich los? Jetzt bin ich schon das zweite Mal da. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Ja, nein, Vater, das braucht keine Angst, dann passt alles. Aber warte ein bisschen später, wenn es dann erklären und dafür ruhiger ist, gell? Nein, also. Was? Für Linde ist der Augenwurz zuständig. Lauf mir du! Aber weißt du,
Und das letzte Wort muss sein, warum? Wie immer. Ihr Kuhn streitet sie. Du holst dir keine Glaseln oder Flaschen Wein und dann suchst du auf das Brot der eigenen Sohn. Du musst dich doch nicht einmal schnell rauskommen. Da hörst du ja nicht schlunken. Sie schimpfen schon, da kann man auch nur. Sie möchten ja mit, da wollen sie schlunken, Symphonie. Ja, sind sie so. Aber sie gibt, von dem sie schon mal so bestellen können. Wohl. Von meiner Tierstelle die Leute schlummern, ja. Aber das wollen wir noch. Und das war jetzt noch wegen der Vorteil seiner super Idee mit dem Zucker. Das letzte Mal,
Ich hoffe, nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Danke, dass Sie da waren. Sie waren ein großartiges Publikum. Danke für den Mut. Schönen Abend noch. Alles offen lassen, bitte. Die wichtigste Dame hätte ich beinahe vergessen, aber ich danke für den Fingerzeig. Die Dame, die eingesagt hätte, wenn es notwendig gewesen wäre, die Klara Schlüssel. Kommen Sie gut nach Hause, sollten Sie nicht heimgehen, noch einen schönen Abend. Sie waren ein tolles Publikum. Danke, dass Sie da waren.